Einige Worte zu Frau Professor Dr. Susanne Hartert. Sie wurde 2008 als Professorin für industrielle Ökologie an der Hochschule Trier und am Umweltcampus Birkenfeld berufen. Das interdisziplinäre Lehrgebiet war damals, also wir sprechen immer noch über das Jahr 2008, namentlich im deutschsprachigen Raum die erste geschaffene innovative Professur dieser Art. Mit ihrer Kernkompetenz Kreislaufwirtschaft und Recycling beschäftigt sie sich seit 30 Jahren mit Ressourcen- und abfallwirtschaftlichen Fragen. Sie war unter der Leitung eines BMBF-Projektes an der Universität Kassel zur Übertragbarkeit des Zero-Sammelsystems auf die alten Bundesländer nach der Wende in dem Ingenieurbüro in Thüringen mit dem Aufbau der Kreislaufwirtschaft beschäftigt. Zu ihrer Tätigkeit gehörten Gewerbeabfallkaster, Kataster, Kreislaufwirtschaftsstudien für die Thüringer Ministerien, Abfallwirtschaftskonzepte und eine beratende Tätigkeit für den Verband der Wirtschaft Thüringens. Sie promovierte an der Bauhaus-Universität Weimar zu systemischen Fragen der nachhaltigen Gestaltung von Wertstoffsammel-, Sortier- und Recycling-Systemen als Rohstoffinput für eine nachhaltige Wirtschaft. Professor Hartert unterstützt in der Deutschen Gesellschaft für Abfallwirtschaft den Wissenschaftskongress Abfall- und Ressourcenwirtschaft für Nachwuchswissenschaftler. Sie arbeitet in ihrem beruflichen Kontext eng mit Unternehmen zusammen, zuletzt bei der Henkel-Sekretärei in Wiesbaden bei der Optimierung der Getrenntsammlung und Umsetzung der Gewerbeabfallverordnung. Sie hat in den vergangenen 2 Jahren ein BMBF-Forschungsprojekt zum Abfall der Getrenntsammlung und Stärkung der Wertschöpfungskette in der Recyclingwirtschaft in der Peripherie von Peking geleitet, Waste Value Chains. Als Freelancerin des Wuppertal-Instituts für Klima, Umwelt, Energie hat sich Professor Hartert seit den 90er Jahren intensiv mit ressourcenökonomischen Fragen und dem Stoffstrommanagement beschäftigt. Das führte sie auch in den Vorstand der Vereinigung für ökologische Ökonomie, wo sie 2016, 2018 den Vorsitz innehat. Sie leitet seit über 20 Jahren den Think Tank Weimarer Kolloquium, in dem zweijährig eine Buchpublikation zu interdisziplinären Themen der Nachhaltigkeit erscheint. Doch was führt eine Umweltwissenschaftlerin und Ingenieurin an den Fachbereich Umweltwirtschaft, Umweltrecht, also in den betriebswirtschaftlichen Kontext? Es ist die Herausforderung, eine Ressourcenwende einer nachhaltigen industriellen Produktion zu gestalten. Dazu gehört das Schließen der sogenannten Stoffkreislauflücken durch innovative Produktionstechniken, die hohe Recyclingquoten ermöglichen. Die Voraussetzungen sind intelligente und attraktive Getrenntsammel-, Demontage- und Sortiersysteme. Nur so kann ein qualitätsgesicherter, hoher Recycler-Ersatz für die Wirtschaft eine hohe Akzeptanz finden. Das neue Leitbild zirkuläre Wertschöpfung adressiert gleichermaßen die Transformation in die moderne Kreislaufwirtschaft als integrierter Bestandteil einer nachhaltigen Wirtschaft. Das Ziel ist einfach und dennoch fast utopisch. Zero Waste ist das Stichwort hier. Pionierunternehmen haben dies seit langem erkannt und ein entsprechend cleveres Sammel- und Vermarktungssystem entwickelt. Es lassen sich auch auf der Basis von Rohstoffen neue Geschäftsfelder aufbauen. Ein Beispiel sind Startups zur Erzeugung von Proteinsubstituten auf der Basis von organischem Abfall, der regionalen Wertstoffwirtschaft, das heißt Chancen der Schließung von Stoffkreisläufen in der Region, kommt eine besondere Bedeutung zu. Die Tätigkeit von NGOs und NPOs dabei hat Tradition. Sie hat wiederholt Impulse gesetzt. Der Vortrag, den wir jetzt gleich hören werden, stellt das Konzept der zirkulären Wertschöpfung vor, erläutert die aktuellen Entwicklungen und stellt diese in den regionalen Kontext. Mit diesen Einführungsworten möchte ich, Susanne, an dich das Wort weitergeben und ich freue mich auf deinen Vortrag. Ja, dann danke ich nochmal meiner Kollegin Milena für deine Einführung. Ja, ich freue mich sehr, eigentlich in meinem Kerngebiet heute Abend diese Ringvorlesung zu gestalten. Die zirkuläre Wertschöpfung, ein Begriff, der ein bisschen neugierig macht. Viele, die vielleicht schon viel den Begriff der Kreislaufwirtschaft gehört haben, möchten sich heute Abend sicherlich informieren, was es damit auf sich hat. Ist das ein neues Leitbild? Was hat es mit der Kreislaufwirtschaft auf sich und wie sind innovative Ansätze in der
in der Zukunft. Ja, es freut sich sehr, dass ich auch 93 zugeschaltete Zuhörer sehe und hoffe auch, dass einige Gäste, die ich sonst auch gerne persönlich begrüßt hätte, im Kommunikationsgebäude heute zu uns gestoßen sind. Zirkuläre Wertschöpfung in der Region. Warum beziehe ich mich heute Abend auf die Region? Das hat auch viel zu tun mit unserer Ringvorlesung. Ich werde also später sprechen über die regionalen Chancen. Ich werde aber auch sprechen über die Akteure, nämlich die NGOs, was ja eigentlich das Kernthema dieser Ringvorlesung ist. Darauf werde ich später Bezüge nehmen. So, ich gehe jetzt mal in die Ausgangssituation. Was ist eigentlich meine Motivation gewesen, heute auch dieses Thema hier aufzugreifen? Wir befinden uns in einem sehr, sehr spannenden Wechsel von einer klassischen Kreislaufwirtschaft, die hat klassische Ressourcen wie beispielsweise Metalle, Altmetalle und Papier und Glas in traditioneller Sammlung, die in Deutschland sicher auch einen Namen gemacht hat, recycelt und da auch einen gewissen Erfolg sich eingestellt hat. Nichtsdestotrotz müssen wir feststellen, dass eben doch ein Teil unserer Wertstoffe aus Deutschland herausgeht. Und das zu nicht immer akzeptablen Bedingungen. Denn wir alle haben ja auch eine Verantwortung und auch Unternehmen haben dabei eine Verantwortung. Schauen wir mal hier links gleich auf mein Eingangsbild. Auf dem Bildschirm sehen wir hier junge Menschen, junge Männer, die hier auf der Deponie in Accra in Ghana Elektronikschrott verbrennen. Hier sieht man Kabel, wenn man genauer hinschaut, die verbrennen also hier im unteroffenen Himmel dieses PVC-haltige Ummantelung der Kupferkabel, um an den Wertstoff Kupfer zu gelangen. Dass dieses sehr umweltschädliche und menschenschädliche Vorgänge sind, da spricht das Bild für sich selber, denke ich. Im Moment ist es so, dass nach wie vor ein großer Export von Altelektrogeräten hier auf diese bekannte, weltweit bekannte Problemdeponie in Accra geht. Warum das so ist, will ich jetzt nicht vertiefend gehen, aber damit sagen, wir haben ein Problem, dass unsere Kreislaufwirtschaft nicht greift, dass sie nach wie vor Wertstoffexporte in das Ausland vorsieht und damit eine geschlossene Kreislaufwirtschaft in der Region eben noch nicht funktioniert. Zweites Thema sind die Alttextilien, auf die werde ich gleich eingehen, aber ich möchte dann auf das ganz aktuelle Thema Kunststoffe eingehen. Na, wir sehen hier in unserem Bild die Situation des Plastikexportes 2016 im Vergleich zu 2018. Was ist passiert? Einigen von Ihnen ist es vielleicht gar nicht so geläufig, dass wir unseren gelben Sack auch teilweise in das Ausland gefahren wird, um ihn dort zu verwerten. Das ist auch eine nicht illegale Aktivität gewesen, aber dieser Massenfluss, dieser Massenexport hat dazu geführt, dass China, das selber hohe Umweltprobleme hat und jetzt auch im vergangenen Jahr landesweit eine Getrennsammlung begonnen hat, diesen Import nicht mehr duldet und einen Bann darauf gelegt hat, also diese Dinge verboten hat. Ja, wir sehen zwei Jahre später, wie hat sich die Situation verändert. Wir haben eine Verschiebung dieser Exporte. Sie sind insgesamt etwas zurückgegangen, auch aber wir haben eine Verschiebung in andere, vor allen Dingen asiatische Länder, wie beispielsweise Malaysia. Und das sieht man hier auch in der Europäischen Union. Ja, wir können hier sehen, dass es hier Länder gibt, wie Malaysia, die hier bis hin in diesem Jahr größere Mengen inzwischen an Kunststoffen aus Europa importieren, also annehmen. Wir haben hier Vietnam dabei, wir haben die Türkei interessanterweise dabei und auch Hongkong noch als eine Möglichkeit, aber auch das hat stark abgenommen in der gesamten Politik. Das dritte Thema, was ich angeschnitten hatte, ja, warum beschäftigen wir uns mit regionaler Kreislaufwirtschaft, ist der Textilmarkt. Vielleicht haben Sie es selber gesehen, hier in Birkenfeld im Landkreis, wie auch in den benachbarten Landkreisen, viele, viele Altkleider, Container sind in diesem Frühjahr überfüllt gewesen. Die sind aus den Nähten geplatzt, die wurden teilweise abtransportiert und das sieht man hier auch schön in meinem Bildbeispiel. Was ist passiert? Zum einen haben wir die Corona-Situation gehabt, dass viele Menschen auf einmal viel mehr entsorgen wollten an ihren Alttextilien. Die haben ihre Schränke aufgeräumt und haben anteilig mehr entsorgt.
Aber wir haben auch ein anderes Problem. Wir haben eine Fast-Fashion-Gesellschaft bekommen mittlerweile, wo ein T-Shirt vielleicht einen Sommer überdauert. Und dann landet diese ganze Menge an Altstoffen hier in diesem oberen Bereich meiner Grafik. Das ist verkaufsfähige Second-Hand-Kleidung. Und dieser ganze Bereich, das sind mehr als 50% der in Deutschland regelmäßig gesammelten Abfälle, werden wiederum in Länder wie Afrika verkauft. Ja, diese Rohstoffe, die werden dort noch genutzt, aber dennoch sind sie sehr kritisch gesehen von vielen, weil sie eben auch die Entwicklung eines heimischen Textilmarktes eher behindern als fördern. Und diese Situation, wenn wir jetzt nochmal abschließend auf den Elektronikschrott schauen, habe ich hier mal eine Grafik aus einer neuen Publikation, die zeigt, wie die Recyclingraten sind bei Bildschirmen, die hier gemäß Elektronikschrottrichtlinie gesammelt werden. Wenn Sie mal schauen, einfach hier auf diese gelbe Linie, das ist das Gold oder auch, was typisch für die Flachbildschirme, das Indium, dann sehen wir diese niedrigen Recyclingraten, die alle hier unterhalb von 15% liegen, die hier also weit entfernt sind von einer geschlossenen Kreislaufwirtschaft. Dieses hat viele Ursachen. Ich wollte das gerne als Eingang nutzen. Ein letztes Bild noch zu den Batterien. Auch hier haben wir momentan einen Wettbewerb der Technologien. Wir sehen hier ein deutsches Unternehmen auf der rechten Seite, Düsenfeld, die hier schon relativ weit gekommen sind in der Rückgewinnung von verschiedenen Elementen, wie Kupfer, Kobalt, Graphit, aber auch eben das Lithium. Und an dem Lithium, das wir ja für die ganze Elektromobilität jetzt benötigen, für die Automobilindustrie, scheiden sich eben die Geister. Haben wir überhaupt genug Lithium, um eben alle unsere technischen Mobilitäts, unsere technischen Geräte, unsere Autos damit auszustatten? Was möchte ich also jetzt machen in diesem Vortrag mit Ihnen? Ich möchte zunächst einmal ein paar Thesen aufstellen, um dann überhaupt den Begriff zirkuläre Wertschöpfung einmal zu klären. Dann als dritten wichtigen Punkt, wie ich es schon eingangs sagte, darauf eingehen, welche Rolle spielen eigentlich Non-Government-Organisationen wie das Rote Kreuz, wie die Malteser, dabei auch mal einen Blick auf die DDR werfen und abschließend dann nochmal den Regionalbezug herstellen. Welche Chancen hat denn zirkuläre Wirtschaft in der Region letztendlich? Ja, eingangs Thesen, dass meines Erachtens die nachhaltige Rohstoffsicherung zu einem großen Anteil, nicht zu einem 100% Anteil, aber zu einem großen Anteil, gute Chancen bietet und auch so ausgeschöpft werden sollte, dass lokale Sekundärrohstoffkreisläufe wieder aufgebaut werden müssen. Ja, je mehr wir solche Stoffströme haben, desto sicherer wird auch die Rohstoffversorgung und desto mehr kann eben auch eine lokale Wertschöpfung erfolgen. Diese sind zu großen Teilen nicht ausgeschöpft. Und wenn wir später auf einige innovative Ansätze schauen, sieht man, dass vor allen Dingen im Servicebereich meines Erachtens noch ganz große Chancen liegen, beispielsweise in der Reparatur, im Upgrade. Ich komme darauf zu sprechen. Wir werden da einige interessante Ansätze anschauen. Wenn man sich damit auseinandersetzt, wer macht denn eigentlich diese Arbeit des Sortierens? Das ist ja oft ein mühsames Geschäft. Das ist früher auch ein nicht immer gesundheitlich attraktives Geschäft gewesen. Wenn wir zurückblicken in die 90er Jahre, wo die Menschen am Band standen, um auch die ersten Wertstoffe über den grünen Punkt gesammelt zu sortieren. Das war damals noch Handarbeit. Die standen im Staub, die standen oft im Lärm. Die Situation ist heute besser geworden, aber auch Menschen heute sortieren Alttextilien und tun diese Arbeit und machen damit leisten einen enorm wichtigen Beitrag zu der Wertschöpfung. Insgesamt gibt es viele, viele clevere Ideen und ich denke, wir befinden uns gerade an diesem Wendepunkt, wo Kreislaufwirtschaft richtig Spaß machen kann und vor allen Dingen, wo Kreislaufwirtschaft in Zukunft auch ein Business Case wird, immer mehr. Denn früher war eben dieses Geschäft ein Müllgeschäft, das war auch abgewertet begrifflich, das war die Müllabfuhr, um es mal ganz zurückzublicken in die 70er Jahre. Heute haben wir eine zirkuläre Wertschöpfung, also auch ein Begriffswandel und damit
möchte ich jetzt nochmal zurück. Ich möchte jetzt gar nicht in die 70er Jahre blicken, weil damals ging es um die Abfallbeseitigung, sondern beginnend hier in den 90er Jahren, wo wir zumindest begrifflich schon das Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz hier erlassen wurde in Deutschland. Ja, mit einem begrifflichen Wandel, das kann man hier sehen, die Novelle dann ein reines Kreislaufwirtschaftsgesetz geschaffen hat. Und in 2015 ist dann nochmal so ein wichtiger Meilenstein gewesen, dass die Europäische Union hat ein Kreislaufwirtschaftspaket, so wird es genannt, Towards Circular Economy, erlassen und hier eigentlich so ein bisschen Paradigmenwechsel, Kreislaufwirtschaft als Business, Air-Business, Recycling-Business und auch dieser Begriff zirkuläre Wertschöpfung, der kommt, den kann man so ein bisschen verankern in dieser Zeit. Wichtige Arbeiten oder wichtige Impulsgeber, müssen wir sagen, sind einige Wissenschaftler gewesen, einmal der Michael Braungart und William McDonough, viele kennen ihn, das ist doch recht bekannt geworden, aber auch Peter Lacy und sein Team, die haben sich Namen gemacht mit ihren Basispublikationen vor 5 Jahren und haben hier zumindest mit diesen Gedanken weiter nach vorne gebracht. Was ist also zirkuläre Wertschöpfung? Was ist hier in diesem Konzept eine besondere Aussage oder was kann man davon hervorheben? Zum einen geht es um die Ressourcen. Es geht um die Effektivität, nämlich die Ressourcen sinnvoll zu nutzen. Aber es geht eben nicht um die klassische Wertschöpfungskette, sondern es geht auch um die Verknüpfung dieser Wertschöpfungsketten. Und durch diese Verknüpfung sprechen wir von der Wertschöpfung einer Matrix, einer Region, ja, dadurch, dass wir Querverbindungen bekommen. Wir sprechen auch neuerdings nur noch von Rohstoffen oder Wertstoffen und Nährstoffen. Also der Begriff Abfall, den haben wir eigentlich auch in unserer Lehre schon länger verabschiedet. Wir haben Nährstoffkreisläufe wie die Natur und wir haben eine Ressourcenwirtschaft und wir versuchen, diese Nährstoffe so lange wie möglich in dem Zyklus zu halten. Und entsprechend von Michael Braungart spricht dann von biologischen Kreisläufen. Das sind all die organische Rohstoffe im Kreis führen und den technischen Kreisläufen, die dann alles das, was der Mensch in der Technosphäre extrahiert hat, also mineralische Stoffe, Erze, Metalle, alles das befindet sich dann in den technischen Zyklen. Das heißt, wir haben hier eine viel stärkere Bedeutung dieser Effektivität, ne? Das heißt der Verwertbarkeit der tatsächlichen Kreislaufwirtschaft. Es geht nach wie vor auch um die Effizienz, aber je effizienter die Prozesse werden, umso weniger haben wir natürlich auch einen Massenfluss. Und je mehr wir uns an der Effektivität orientieren, zum Beispiel durch einen Wiedereinsatz, ne, wir sprechen auch oft von mehreren Leben, die ein Produkt hat, erstes, zweites, drittes Leben. Je mehr wir in diesen Zyklen denken und die Rohstoffe in der Technosphäre halten, umso sinnvoller und umso effektiver wird deren Nutzung. Ja, das heißt, der Nutzwert, das ist jetzt hier nochmal in dieser Definition von Kienbaum Consultants zu sehen, ja, der Nutzwert eines Produktes wird erhalten beziehungsweise sogar erhöht. Dann habe ich ein Upcycling. Ne, wir kommen auf den Begriff nochmal. Und die Werte, die Produkte haben am Ende ihrer Kette, die werden eben maximiert. Ne, die werden durch geschicktes, intelligentes Verarbeiten oder ein Upgrade, eine Veränderung nochmal in einen ganz anderen Kontext geführt. Und das kann man natürlich umso besser machen, je mehr man auch intersektorell, also zwischen den einzelnen Branchen, zusammenarbeitet. Ich habe auch die Ingenieure hier nochmal aufgezeichnet. Seit vergangenem Jahr auch eine Richtlinie von der VDE, zirkuläre Wertschöpfung. Und da sieht man nochmal diese Betonung auch des Netzwerkes, ne, dass Partner untereinander in diesen Wertschöpfungsnetzwerken zusammenarbeiten. Ja, ich habe später ein Beispiel. Im Ruhrgebiet wird dieses
Konzept zirkuläre Wertschöpfung sehr viel auch schon in die Praxis übersetzt. Da arbeitet beispielsweise ein Abfallverband, ein Entsorger, sehr eng zusammen mit mehreren Professoren und kümmert sich um die Optimierung der gesamten Kreislaufwirtschaft in der Region. Da sind andere Akteure auch beteiligt. Zirkuläre Wertschöpfung bedeutet auch, die Verluste zu vermeiden. Also das sogenannte Leakage. Ja, wir sprechen im Klimaschutz vom Carbon Leakage, nämlich das Verlieren, das Abwandern. Und dissipativer Verlust heißt hier in diesem Kontext, dass ich Ressourcen verschleudere, dass ich sie verliere. Entweder durch Abrieb beim Reifen, das wäre ein einfaches Beispiel, aber eben auch beispielsweise durch diese unglücklichen Exporte. Das kann also sehr verschiedene Ursachen haben, dass wir Ressourcen verlieren. Wenn wir uns jetzt mal diese Möglichkeiten anschauen, diese Grafik ist eine viel genutzte Grafik, weil ich denke, sie ist meines Erachtens die beste, die anschaulichste, die ist hier von der Ellen MacArthur Foundation im Hintergrund auch die Professorin Braungart und andere und zeigt nochmal die Möglichkeiten, die vielen Möglichkeiten, die wir haben. Einmal hier auf der linken Seite in unseren biologischen Zyklen, der naturnahen, sprich auch die Mechanismen zu nutzen des biologischen Abbaus in aerober oder anaerober Art mit der Biogasanlage, aber auch der direkten Kaskadennutzung, wenn Sie zum Beispiel an ein Holz denken, das ich dem ich ein zweites Leben gebe, indem ich ein Holz wieder zu einer Pressspanplatte mache beispielsweise. Hier auf der rechten Seite sehen wir auch die kleinen, die engen Zyklen, indem wir beispielsweise die Lebensdauer eines Produktes einfach verlängern, ne, indem wir etwas reparieren oder es vielleicht auch verbessern in der Leistung, indem wir es wieder upgraden, indem wir die Gesamtleistung eines Kopierers erhöhen, indem wir Dinge zurückgekauft werden und vielleicht gebraucht verkauft werden, indem Dinge, wenn sie dann so nicht wieder nutzbar sind, in einen stofflichen Recyclingkreislauf gegeben werden. Ja, und je enger dieser Zyklus, der hier dargestellt wird, umso schneller ist wieder ein Produkt in einem solchen Nachnutzung, in einem zweiten Leben angelangt. Viele dieser Dinge installieren wir, aber die klassische Kreislaufwirtschaft, wie wir sie die letzten 20 Jahre praktizieren, zentriert sich hier auf die Zyklen des stofflichen Recyclings. Oftmals verlassen diese Stoffe die Region und werden dann in großen Anlagen recycelt. Da hat die Region häufig nicht so viel von diesem Business, von dieser Wertschöpfung, sondern die Stoffe verlassen die Region. Ich will ein paar Beispiele bringen, die Ihnen vielleicht nicht so geläufig sind. Wie ist die Grundidee eines Rohstoffleasings? Dieser Begriff ist auch in den letzten Jahren im Rahmen der Green Economy Konferenzen vielfach diskutiert worden. Sie kennen das Leasing vom Automobil. Beispiel eines Teppichherstellers. Es gibt tatsächlich einen niederländischen Teppichhersteller, Desso, der mit Target zusammenarbeitet. Er hat schon vor einigen Jahren so ein Leasing für Teppichfliesen, die verlegt werden, zum Beispiel auf Messeböden, eingeführt. Und diese Idee ist, dass er als Teppichhersteller Eigentümer der Fliesen bleibt, dem Nutzer für eine gewisse Zeitspanne, das kann eine Messedauer sein für 3 Wochen, das kann aber auch die Ausstattung eines Kaufhauses sein, dass ich nach 5 Jahren standardmäßig wieder mit neuen Fliesen belege. Grundidee ist, wenn der Hersteller diese Fliesen im Besitz behält, dass dann auch das große Interesse daran ist, dass diese Fliesen einmal lange halten, dass sie nicht vorzeitig wieder recycelt werden müssen, dass ich aber auch den Rohstoff über die Rückgabe der Fliesen direkt wieder in einen neuen Teppich führen kann. Und dieses Unternehmen ist recht innovativ. Es hat dieses Angebot eben schon vor 6 Jahren gemacht. Es hat aber bisher noch nicht die hohen Recyclingraten aus der Wirtschaft und den Kunden, wie es wünschenswert wäre. Also wenn man etwas kritisch auf die Dinge schaut, ich habe hier mal einen Bericht von der Deutschen Umwelthilfe hinzugezogen, da wird eben gesagt, ungefähr 3% der Teppichböden gehen überhaupt im Moment in das Recycling. Ein großer Teil wird eben doch
beim Abriss, ne, beim Häuserabriss oder in anderen Kontext dann doch, weil es verschmutzt ist, anderweitig entsorgt, zum Beispiel verbrannt. Aber die Grundidee ist gut und dieses Unternehmen hat auch in diesem Kontext ein Recycling-Center eröffnet letztes Jahr und hat sehr viele innovative Ansätze mit neuartigen Fliesen, die umweltfreundlicher sind. Alles in allem steckt hier auch eine Beratung für die Optimierung der Kreislaufwirtschaft dahinter. Ein anderes sehr aktuell diskutiertes Thema ist, wie können wir denn dazu kommen, dass Rezyklate, das heißt recycelte Kunststoffe, wieder in unsere Verpackungen vor allen Dingen kommen. Und wir haben hier ein Vorreiterunternehmen, was auch mit dem Umweltcampus in engem Kontakt ist, Berner und Merz aus Mainz, die hier die Ersten waren, die Pionier waren und sehr viele Preise auch deswegen bekommen haben. Die Grundidee ist eine 100% Rezyklatverpackung im Grunde für alle Verpackungen, die wir haben, anzubieten. Dieses gelingt, ja, und Sie waren die Ersten, die es wirklich auch für einige ihrer Verpackungen umgesetzt haben. Im Moment sind viele nachgezogen, Initiativen von Wirtschaftsverbänden. Das ist eine erfreuliche Entwicklung und trotzdem sind wir im Moment an dem Punkt, dass die werkstoffliche Verwertung in Deutschland noch nicht so hoch ist, ja, dass wir immer noch hier, wenn wir das ehrlich rechnen, es gibt verschiedene Zahlen, wenn wir es aber ehrlich rechnen, dann sind wir eben noch bei weitem unter den 50%. Ja, ein großer Teil geht immer noch, wenn er nicht in den Export geht, hier auch in die Verbrennung. Und wir sehen das hier auch nochmal, ich habe nochmal ein paar Zahlen hier aus einer neuen Studie gezogen. Wir haben 13,7% Rezyklatanteile. Das ist also noch nicht das, wo wir hinwollen. Ja, wenn wir uns jetzt vorstellen, außer den Verpackungen, die wir hier haben, in alle diese Bereiche Rezyklate zu 100% einzusetzen, können Sie sich vorstellen, dass es ein sehr großes Potenzial gibt. Im Moment geht die Diskussion darum, ob man das vorschreiben soll, ob es eine Quote geben soll oder ob das freiwillig erfolgen soll. Das ist die klassische Diskussion in der Umweltpolitik. Wie weit soll der Staat jetzt hier vorgeben, um voranzukommen mit diesem Ziel, das eigentlich alle unterstützen? Und wie weit soll es eben frei sein und in dieser Dynamik der Eigenentwicklung, auch in der Konkurrenz der Unternehmen, die hier die Ersten sein wollen, die alles umgestellt haben. Ich habe noch ein anderes interessantes Beispiel, was Sie vielleicht auch noch nicht kennen. Ich habe hier mal IKEA mit einem neuen Angebot von Recommerce. Ich weiß nicht, ob es schon mal jemand von Ihnen dann ausprobiert hat. Was kann ich tun? Ich habe also gestern mal hier ein Bettgestell eingegeben als einen Artikel, den ich hier bei IKEA gerne zurückgeben möchte. Ja, und kann das dann eingeben. Dann musste ich wählen, ist das in gutem Zustand, im sehr guten Zustand oder schlecht. Und bekomme dann hier eine Kalkulation, ne, mit Schweizer Franken. Ich bekomme hier eine Nummer und könnte jetzt mit diesem Bett kommen und dieses Bett würde, so wird es zumindest angekündigt, in einen Gebrauchthandel gehen und IKEA kümmert sich hier um dieses Gebrauchtbett. Eine interessante Möglichkeit, Kunden zu binden, Kunden attraktive Angebote zu machen. Ja, wir kennen das ja auch bei Händlern, die alte Waschmaschinen zurücknehmen gegen die neue. Ja, da haben wir dann die Elektronikschrottverordnung inzwischen auch unterstützend dahinter. Ja, aber hier ist das ein neues Angebot, um eben auch diesen Gedanken Zirkulation, Wiedernutzung zu unterstützen. Ich finde das immerhin eine gute Geste. Wie viel das tatsächlich schon umgesetzt wird, wie viel dann wirklich verkauft wird von diesen Gebrauchtartikeln, das stellt sich natürlich in Frage. Dazu habe ich keine Zahlen. Ein langjähriger, erfolgreicher Akteur, der mit aufgearbeiteten Geräten wie Camcordern, Kopierern arbeitet. Das ist die Firma Canon, ne, die hier auch über das Zentrum in Gießen, hier in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, schon seit 1999 eigentlich ganz still und ohne großes Marketing, ja, bei diesen wertvollen Geräten eben ein ständiges Upgrade, eine Überarbeitung anbietet. Ja, wir kennen das von Großkopierern. Sie können solche Refurbished-Geräte kaufen, für, ich sage mal, 50% des Preises und haben eine Garantieleistung
die dort meistens auch auf diese refurbte Produkte gegeben wird. Eine schöne Möglichkeit, die wir auch in Zukunft, die auch in Zukunft für Haushaltsgeräte viel mehr ausgeschöpft werden soll und wo die Europäische Union jetzt auch Druck macht mit der Eco-Design-Verordnung, die ab 2021 Hersteller, die Haushaltsgeräte auf den Markt dazu verpflichtet, Reparaturanleitungen, Ersatzteile vorzuhalten. Also dieser Markt wird im Augenblick gepusht und damit wir eben viel weniger Geräte haben, die in Zukunft nach kurzer Lebensdauer dann eben auch ja, weggeworfen sind, werden, weil vielleicht nur der Akku kaputt ist, ne? Wie beispielsweise beim Handy. Ein anderes Angebot, was ich vor 2 Jahren noch ja, auch begeistert in einem anderen Kontext in einer Veranstaltung vorgestellt habe, war hier diese Joint Venture von Tchibo mit einem kleinen Anbieter, der schon über 6 Jahre hier Miettextil ausgibt. Das ist Gelenda. Und ich fand das damals eine großartige Möglichkeit, wenn ich beispielsweise Babywäsche nutze und wer Kleinkinder hat, weiß, wie schnell die Kinder in den ersten 2 Jahren aus diesen Größen herauswachsen, kann sich attraktiv eben die Dinge mieten, ne, zu monatlichen Mietpreisen. Ne, ein T-Shirt dann 2 Euro ist natürlich ein attraktives Angebot und ersetzt den lästigen Kauf oder auch das lästige Stehen auf den Flohmärkten, diese Dinge dann an den Nächsten zu geben. Eine tolle Idee, als ich jetzt guckte bei der Vorbereitung des Vortrags, wie hat sich denn das entwickelt, war ich doch ein bisschen geschockt und dass offensichtlich auch mit Corona bedingt in diesem Sommer diese Partnerschaft aufgekündigt wurde. Also beide Anbieter haben dieses Geschäft eingestellt. Ja, es hat sich nicht gelohnt. Das soll aber nicht heißen, dass solche Mietmodelle nicht grundsätzlich auch funktionieren können. Es gibt ja auch private Initiativen mit Plattformen, wo eben solche gebrauchte Kleidung weitergegeben wird. Vielleicht war auch an der Stelle die Konkurrenz zu hoch. Aber grundsätzlich ist dieses, finde ich, ein Sharing-Angebot, was sehr attraktiv ist, was ja auch einen professionellen Hintergrund hatte hier und von einem großen Anbieter hier übernommen wurde. Es gibt also, ja, wie man hier auch sieht, wirklich ein Puzzle, einen ganzen Strauß, den ich hier nochmal aufgetan habe, von solchen Ideen, wie wir wegkommen von einer ja, One-Side, von einem linearen Verkauf von Produkten. Ja, zum einen ist der Gedanke, ich kaufe einen Service, ja, ich kaufe nicht mehr das Produkt selber. Wir hatten eben schon das Thema Leasing des Teppiches. Ich habe hier nochmal ein anderes Beispiel hier mit eingebracht. Beispielsweise beleuchtet Philips mit Lampen den Flughafen Schiphol, ne, Amsterdam, kennen Sie vielleicht. Es wird also das Licht, die Beleuchtung gekauft und nicht die Lampe. Ja, was hat das für einen Vorteil für die zirkuläre Wertschöpfung? Ja, Philips verkauft den Nutzen und kann damit nach wie vor ein gutes Geschäft machen. Und das Geschäft wird natürlich umso interessanter, je länger diese Lampen, ne, diese LEDs, die es wahrscheinlich sind, leuchten. Ne, je länger ein Lebenszyklus ist, so eine Lampe, umso besser ist natürlich auch das Geschäft. Also ist die Grundidee, dass viel weniger Besitz, ne, von Gegenständen auch durch Kunden, sei es nun gewerbliche oder private, übernommen wird. Und genauso habe ich hier noch ein Beispiel eines Waschmaschinendienstleisters, bei dem ich die Waschmaschine nicht mehr erwerbe, sondern ich bezahle Waschstunden. Ja, das kann natürlich auch attraktiv sein für einen privaten Kunden, der sich vielleicht überlegt, ich wasche eine sinnvolle Menge, ich fülle auch die Waschmaschine komplett, ja, je nachdem, wie das abgerechnet wird, hat der auf jeden Fall keinen Stress mehr mit einer alten Waschmaschine, die kaputt geht, die repariert werden muss. Und das macht dann eben derjenige, der hier den Kundendienst dann mitleistet. Ja, wir haben also eine ganze Menge von interessanten Möglichkeiten. Insgesamt können wir sagen, dass die Wertschöpfung sich etwas verlagert. Ich bin jetzt hier nochmal nach unten
Wert. Wir haben eine hybride Wertschöpfung. Das heißt, ich verkaufe das Produkt, ich verkaufe aber auch die Dienstleistung am Produkt, nämlich das Leben dieses Produktes zu begleiten, es möglichst lange in Funktion zu halten, es zu reparieren, es vielleicht auch attraktiver zu machen. Denken Sie an ein Upgrade eines Handys. Und damit bekommt natürlich Business eine andere Bedeutung, dass ich eben nicht mehr darauf angewiesen bin, als Hersteller eine möglichst große Masse an Produkten zu verkaufen, sondern ich verdiene ja vielleicht sogar an dem langen Leben besonders gut, weil ich das Produkt instand halte, weil ich hier einen Vertrag schließe, der dieses Produkt regelmäßig repariert oder auch verbessert. Was wir im Moment noch nicht gelöst haben, wo aber auch einige Projekte laufen, ist, dass es darum geht, dass man Rohstoffe in Produkten auch besser identifizieren kann. Wir sprechen von Rohstofftracking in diesen Produkten, denn ja, gerade wenn ich Verbundprojekte habe und ich trenne die auf oder ich habe eine Demontage, können wir mit solchen Identifikationen, die digital sein können in einem modernen System, können wir wunderbare nachvollziehen, wo diese Herstoffe herkommen, wo wir Rohstoffe wieder nutzen können. Wir können Kalkulationen machen und es geht bis dahin, dass wir Pässe haben wollen über Gebäude. Welche Rohstoffe sind in meinem Produkt, in meinem Gebäude enthalten? Das sind diese digitalen Produktpässe, an denen man auch arbeitet. Wir haben also hier die Situation, dass es eigentlich eine ganze Menge sehr cleverer Ideen gibt, wie wir weniger Produkte verkaufen, Produkte länger in einem Lebenszyklus halten und auch über Kaskadennutzung, so sagen wir, immer weiter nutzen. Diese letzten 5 Jahre hat es eine Menge von Studien gegeben, die genau diese Business-Modelle charakterisiert haben. Und der Peter Lacy, den ich schon anfangs erwähnte, dieses Modell eines der bekanntesten, wo er geschrieben hat, die ich Ihnen schon in anderen Kontext auch erläutert habe. Product as a Service heißt, ich nutze den Service. Sharing. Man brauchte Jeans im Internet und geht sie wieder weiter. Product Life Experience. Ich bringe meine Krawatten zum Reparateur und bekomme ihn zurück und kann ihn nochmal 4 Jahre nutzen. Und Circular Supplies heißt, dass ich eben hier vielleicht einen hohen Input von Rezyklat habe. Ja, und so gibt es hier, ich will nicht auf diese ganzen Studien eingehen, aber es ist interessant, was dort zusammengetragen ist. Das geht hier bis zu 19 verschiedenen Business-Modellen in 6 Bereichen. Oder ja, dieses Spiel mit dem R, Refuse, Rethink, Reduce, Reuse, Repair, Refurbish, Remanufacture, Repurpose, Recycle. Ja, hinter jedes dieser Wörter können Sie eine Anwendung schreiben, mit der auch tatsächlich sich ein Business darstellen lässt. Und hier nochmal diese Aufteilung, das ist hier die umfangreichste Aufteilung, die ich in diesem Kontext identifizieren konnte. Wir sehen jetzt hier Unterteilungen, denn wir wissen letztendlich noch gar nicht so genau, ist es denn immer gut, einen langen Lebenszyklus zu haben. Stichwort Waschmaschine. Gibt es Hersteller, die sehr langlebige Produkte produzieren? Oder ist es vielleicht auch clever, für einige Produkte kurze Zyklen zu installieren, die sich aber besonders umweltschonend recyceln lassen? Also da sind auch viele Fragen offen. Wie sollen wir unser Leben gestalten? Wahrscheinlich wird das Optimum ein Mix sein zwischen kurzen und langen Zyklen. So würde ich das einschätzen. Aber auch welche Kaskaden sind sinnvoll? Also wie oft soll ich ein Holz wieder nutzen, bis es dann vielleicht einen Verschmutzungsgrad hat, wo es dann doch in die Erzeugung von Wärme in unserem Heizkraftwerk gegeben wird. Also da gibt es eine Menge von Initiativen und ich möchte jetzt auf das dritte und auch wichtige Kapitel im Kontext dieser Veranstaltung eingehen.
Welche Rolle haben denn eigentlich NGOs bei der Wertstoffsammlung? Sie haben eine ganz traditionelle Rolle. Ja, wir kennen alle die Container, die in unserer Lebenswelt, in unserer Umgebung stehen, vor allem für Alttextilien. Wir kennen aber auch die Sacksammlungen für Textilien, vor allen Dingen an der Haustür. Und nicht zuletzt habe ich jetzt gedacht, ja, die Tannenbaumsammlung, die so also mancher Sportverein ne, eben ehrenamtlich macht nach der Weihnachtszeit, gehört auch in diesen Bereich, auch wenn das nur einjährig, einmalig ist im Jahr. NGOs spielen eine ganz große Rolle auch für der Vorsortierung und Demontage. Ich denke nur an die Kleiderkammern der Kirchen. Ich denke an die Elektroschrott-Demontage von Lebenshilfe und anderen Behinderteneinrichtungen. Ich denke auch an so manche Schülerimpulse. Ich kann mich selber erinnern, dass Dinge wie Korkensammlung und Dinge, wo es noch keine etablierte Kreislaufwirtschaft gab, oft in einer Initiative in der Schule gestartet worden sind und damit auch Druck ausgeübt worden ist, damit etwas passiert. Und ich habe jetzt Ihnen hier nochmal die Hauptakteure auf die Folie gebracht, die jetzt hier im Bereich Alttextilien tätig sind. Sie erinnern sich, dass ich zu Eingang gezeigt hatte, dass 60% dieser gesammelten Textilien Deutschland verlassen, dass die verkauft werden. Die haben also wirklich einen Wert. Ja, wir können aber sehen, wenn wir die letzten 5 Jahre betrachten, dass dieser Wert hier kontinuierlich nach unten gegangen ist. Warum? Der Grund ist schon, dass wir von dieser Textilnutzung in eine Fast-Fashion-Gesellschaft gewandert sind. Das heißt, auch das, was jetzt hier im Container ankommt, wird immer schlechter in der Qualität. So kann man es in den Berichten lesen. Und das lässt sich dann teilweise nicht mehr verkaufen. Das lässt sich dann wirklich nur noch zu Putzwolle, Reiswolle und Putzlumpen verarbeiten. Das wird dann hier in Deutschland gemacht. Aber wenn Sie jetzt nochmal hier bei den Maltesern, bei der DAK, bei der Caritas hineinschauen, können Sie sehen, dass diese Arbeit sehr viel Wertschöpfung bringt. Wir sehen hier beim DAK 2,3 Millionen Euro pro Jahr. Das ist schon eine Summe, das ist schon nennenswert. Und ohne diese Einnahmen gehen dann 1:1 in die soziale Arbeit in Deutschland oder auch ja, bei Oxfam in die internationale Entwicklungsarbeit, während diese Organisationen lange nicht so leistungsfähig. Das ist also wirklich eine Geldquelle nach wie vor und ohne diese Aktivitäten hätten wir wahrscheinlich schon lange einen Zusammenbruch gehabt, auch unseres Alttextilmarktes. Denn diese Textilien werden vorsortiert in die brauchbaren und nicht brauchbaren Textilien und das ist häufig ehrenamtliche Arbeit. Genauso ist das hier bei den Altgeräten. Ja, wenn man das so beobachtet, kann man sehen, dass die Akteure hier sowohl im ersten Markt arbeiten, also Behinderte und Nichtbehinderte in einem Unternehmen, wie hier zum Beispiel bei der AFB, zusammenwirken und etwa Geräte aus dem Leasinggeschäft wieder aufarbeiten. Wir haben auch so ein Unternehmen in Rheinland-Pfalz übrigens, was sehr erfolgreich dann Elektronikgeräte, alte Handys und PCs auf den zweiten Markt, auf diesen Rebuy-Markt bringt. Ja, 66% werden hier wiederverwertet. Ja, in diesem Fall die AFB, die ist richtig groß, die bearbeitet Geräte von 700 Unternehmen. Ja, das Rheinland-Pfälzer Unternehmen bearbeitet vor allen Dingen IBM-Ware. Ja, wir haben die auch schon besucht mit den Birkenfelder Studierenden. Und wenn ich das professionell aufsetze, kann hier also wirklich wertvolle Wertschöpfung erfolgen. Genauso, wenn kommunale Träger das professionell aufgreifen und dann zusammen mit der Lebenshilfe eine Annahmestelle hier professionell leiten, dann kann auch diese Arbeit wirklich gute Wertschöpfung bringen. Problematischer ist das, und man sieht so ein bisschen eine Tendenz im Elektronik-Schrott-Recycling, wenn diese Dinge viel zu schnell in einen Schredder, in die mechanische Zerkleinerung gehen und die Demontage bleibt dann hinten übrig. Die fällt dann runter, die wird nicht gemacht, weil man argumentiert, das ist zu teuer, das können wir uns nicht leisten, selbst wenn hier
diese Arbeitsstunden anders vergütet werden, wenn man mit solchen Einrichtungen zusammenarbeitet. Das ist schade und ich bin eigentlich der Meinung, dass man diese Potenziale nutzen kann und auch eben dezentral nutzen kann. Und ein schönes Projekt, was nicht unerwähnt werden soll, vom IFAS hier, von meinem Kollegen Heck, ist in Neunkirchen aufgesetzt worden. Wir sehen hier, wie man mit, wenn man eben eine Kooperation hat, so ein Netzwerk mit Designern zusammenarbeitet, auch eine Beschäftigungsinitiative, das in einen Förderkontext stellt, wie da wirklich etwas Schönes dabei herauskommen kann. Wir haben hier wirklich schicke Möbel, die hier produziert werden. Und ich habe mir sagen lassen, die Nachfrage war auch sehr, sehr groß, sodass man arbeitet, man jetzt hier über Aqua hat. Schönes Projekt, was läuft, was auch in die Verlängerungsphase gegangen ist, soweit ich das sehen kann. Und ja, solche Projekte, die sind natürlich dezentral, haben die eine gute Chance. Ja, ich möchte jetzt hier nochmal einen kurzen Blick werfen in die DDR-Zeit. Warum? Ja, Milena hat es gesagt, das war mein erstes großes Forschungsprojekt und wir haben uns ja genau auch mit diesem Aspekt beschäftigt, wie hat der DDR-Bürger zu seiner Zeit zu einer sehr erfolgreichen Wertstoffwirtschaft beigetragen. Ja, wir sehen jetzt hier ein etwas schon angeblichenes Bild aus einem Plattenbau, das sieht jetzt nicht so attraktiv aus. Was ist Zero gewesen? Zero war ein Aufkaufsystem, wo in kleinen Läden, also sozusagen Rückkaufläden, Wertstoffe angenommen wurden. Da habe ich also sogar seinerzeit für ein Kilogramm Alttextilien Geld bekommen. Na, das wäre heute nicht mehr vorstellbar, weil das niemand bezahlen kann. Aber dieses System war in sich geschlossen. Es hat einen großen Beitrag für die Rohstoffversorgung der DDR gehabt. Und es war so interessant, auch in seiner Öffentlichkeitsarbeit, und eben in der gesamten Bevölkerung angenommen, dass man darauf geschaut hat, können wir das für die alten Bundesländer retten. Und das, was ich jetzt heute hier hervorheben möchte, ist die Bedeutung der Privaten und der Sammler und der NGOs. Ja, wir haben also hier, ich habe jetzt hier nur mal die jungen Pioniere hingeschrieben. Es gab ja noch viele andere Organisationen, die Volkssolidarität. Alle diese haben hier auch Annahmepunkte, Annahmestellen betrieben. Die sahen da nicht immer so aus wie die staatlichen, die hier in die Plattenbauten eingeplant wurden. Aber das waren auch Garagensammlungen, das waren mobile Sammlungen. Ja, und wir sehen, dass die Bedeutung der privaten und auch gewerblichen Sammler, wir hatten beides, sehr, sehr hoch war. Das heißt, kurzum gesagt, der Bürger hat eigentlich dieses Zero-System getragen, die Mengen schauen. Sie sehen hier jetzt auch mal hier so einen mobilen Bus, ne, so einen Schülerexpress, wo die Kinder gerne hingegangen sind. Ne. Wir sehen hier das Papier. Das Papier wurde gewogen. Ich habe sogar Geld bekommen für die Abgabe von Papier. Und wir sehen hier das Mehrblick-Behälterglas-Sortiment aus dieser Zeit. Ja, und von der Gesamtmenge her war es über 60% der erfassten Menge, die über diese beiden Gruppierungen gelaufen ist. Also der Bürger, der entlohnt wurde für seine Sammelaktivität und die Gruppen, die Schulklassen, die Studenten, die Schüler, die sich hier auch etwas für den Ausflug dazu verdient haben. Das war attraktiv, man hat sich aber auch sehr damit identifiziert. Und wenn wir das nochmal insgesamt jetzt zusammenfassen, sieht man nochmal, dass die Effizienz dieser privaten Sammler zwar nicht so hoch war, aber sie haben eben insgesamt zur gesamten Menge sehr viel beigetragen, weil die eben ständig gesammelt haben. Das heißt, der Bürger, die NGOs haben das volkswirtschaftlich, das System getragen. So können wir das nochmal hervorheben und abschließend für die, die es vielleicht noch nie gesehen haben, inzwischen ist ja einige Zeit vergangen seit der Wende, hier nochmal so eine Preisliste. Man hat aufgekauft, man hat diese Preise, das muss man fairerweise sagen, aus heutiger Sicht, die waren staatlich gestützt. Das heißt, die NGO hat so einen hohen Preis für ihre Annahme bekommen, dass sie dann die Rohstoffe nochmal weiterverkaufen konnte, dass hier eine Art Zwischengewinn erzielt werden konnte. Das war also ein gestaffeltes Preissystem und das hat das natürlich auch attraktiv gemacht, also nicht so gering. Ja, und außerdem haben wir ein großes Mehrwegsortiment hier gehabt, das sehen Sie hier auch
auch Behältergläser für die Konserven. Ja, das war ein kleiner Ausflug in die Vergangenheit. Ich mache das immer mal ganz gerne, um auch zu zeigen, dass die zirkuläre Wertschöpfung auch in einem ganz anderen Kontext hier erkannt worden ist, dass man sehr gezielt zur Sekundärrohstoffwirtschaft beigetragen hat. Und ich möchte jetzt als letzten Punkt für die heutige Veranstaltung, dann freue ich mich, wenn wir ein bisschen diskutieren, nochmal auf die Region eingehen. Denn das war ja eigentlich der Ausgangspunkt heute, zu hinterfragen, was ist denn nun von diesen ganzen Ideen auch realistisch hier in unserer Region, ne, im Landkreis Birkenfeld, im Landkreis St. Wendel, wo sehen wir Potenziale einer Wertschöpfung? Und wir haben sie klassischerweise an der Stelle, wo wir ja landesweite Biotonne haben, wo wir Biomassezentren entstehen aus diesen Biotonneninhalten. Dort wird schon Wertschöpfung erstellt, ne, meistens gelenkt über die abfallwirtschaftliche Organisation im Landkreis. Wir haben sehr wenig Projekte bisher, dass man direkt auch auf Basis von Gras beispielsweise über die grüne Bioraffinerie eine Wertschöpfung erzeugt. Ja, man kann mit Gras die Zellulose herauspressen, man kann Dämmstoffe herstellen, man kann aus dem Presssaft Düngemittel herstellen, man kann auch aus der Zellulose Kunststoffe herstellen. Also hier gibt es eine Zukunft, die auch Bioraffinerien wird dezentral entstehen lassen und hier Möglichkeiten schafft, auch vor Ort Dinge zu produzieren, die nicht mehr heißt, das Gras frisst das Vieh, sondern das Gras können wir auch zu interessanten Produkten verarbeiten. Ja, genauso wie Reststoffe, lignocellulosehaltige Reststoffe, heute eine Fülle von Produktionslinien möglich machen. Das geht hin auch bis in die Kunststoffe von den Lignin abgewandelt. Und Landwirte, die sich hier mit neuen Rohstoffen wie dem Hanf beispielsweise beschäftigen, auch ein neues Produkt, was immer an Bedeutung gewinnt momentan. Eine ganz andere Fragestellung habe ich hier nochmal in einem Start-up aus München aufgegriffen. Ja, hier stellt sich die Frage, wie können wir denn Futtermittel in Zukunft produzieren? Können Farmer Insekten züchten? Und diese Insekten werden dann ein proteinhaltiges Futtermittel. Ja, da gibt es ein Start-up hier, das prämiert worden ist. Ja, Tierfutter für Hühnerschweine, damit kein Soja mehr importiert werden muss aus dem Amazonasgebiet beispielsweise. Auch eine clevere Idee. Ja, das heißt, in diesem Bereich produzieren auf Basis organischer Reststoffe, da haben wir noch ein hohes Potenzial, auch für kleine Startups in der Region, die hier kooperieren. Das können Landwirte selber sein, die sich verändern, die vielleicht weniger viehwirtschaftlich produzieren, die solche neuen Dinge ausprobieren können, aufgreifen können. Das heißt, eine Landwirtschaft der Zukunft stelle ich mir wesentlich mehr in diesen neuen Nischenbereichen vor, wo Landwirte dann auch ein Einkommen generieren können. Andere kleinere Dinge haben wir jetzt schon, ne? Pilzzucht oder auch die anderweitige Verarbeitung von organischen Reststoffen. Ein interessanter Aspekt noch sind die Kläranlagen in unserer Region, die jetzt bis 2030, zumindest die großen Kläranlagen, werden alle umgerüstet werden. Dazu gibt es eine gesetzliche Verpflichtung. Und in diesen Kläranlagen entstehen Düngemittel. Das heißt, die Düngemittelproduzenten der Zukunft für den Stickstoffdünger sind nicht mehr die Chemieunternehmen, sondern das werden Kläranlagen. Wir haben hier auch einen Vorreiter, der auch schon auf der Gartenbauausstellung seinen großen Stand gehabt hat. Das ist Berlin-Wassmannsdorf. Die verkaufen hier diese kleinen Säckchen. Das ist ein mineralisches Düngemittel, was direkt aus dem Abwasser Strom gewonnen wird. Also solche Art von Wertschöpfung, die haben wir natürlich dezentral. Ja, diese biologische Wertschöpfungskette, die ist also per se, weil die organischen Abfälle ja in Masse in der Region anfallen, die ist per se regional, die ist selten überregional, sollte sie auch nicht sein. Bei den technischen Kreisläufen, also allem anderen, kann man sich regionale wie überregionale Dinge vorstellen. Ich hatte schon gesagt, die Reparatur, die wird in großer Bedeutung gewinnen,
Ja, indem wir das alles, was wir verloren haben, ne, dass wir unsere Uhr nicht mehr reparieren können, dass wir ein Elektrogerät wie eine Kaffeemaschine von einem großen Hersteller kaufen, der gar nicht in unserer Region vertreten ist und den aufwendig einschicken oder vielleicht auch entsorgen müssen, weil es sich nicht lohnt, dass sich diese Verhältnisse mit der Ökodesign-Richtlinie verändern werden. Ja, das heißt, es gibt jetzt dann die Veränderung, dass Hersteller von Kühlgeräten, Waschmaschinen, Geschirrspüler, also große elektronische Geräte, dass die sich auseinandersetzen müssen, Ersatzteile vorzuhalten. Ein ganz großer Schritt, finde ich, Reparaturanleitungen vorhalten müssen. Und dann können sich, sofern sie es sich nicht ohnehin schon tun, auch Unternehmen vor Ort spezialisieren, können Vertragspartner werden, damit ich vor Ort meine Reparatur ausführen kann. Ich habe gerade diese positive Erfahrung selber gemacht. Ich habe hier ein Serviceunternehmen genutzt, für das ich jetzt gerne auch mal Werbung mache, weil das eine sehr positive Erfahrung war, einen Kaffeevollautomaten in Reparatur zu geben, und 2 Tage später war der fertig repariert und ich kann ihn nach 7 Jahren jetzt weiter nutzen. Eine tolle Sache. In anderem Kontext hätte mir jemand gesagt, dieses Gerät, das lohnt sich nicht mehr, das einzuschicken, oder du zahlst 60 Euro allein Transportgebühr, das würde ich nicht machen, kauf ein neues. Da sind wir also jetzt in diesem Wandel, und ich denke, dass die Regionen hier ganz große Möglichkeiten haben, ne? Als sich spezialisieren, dass Unternehmen für solches Upgrade, Design, Veränderungen, Reparatur als Vertragspartner hier wirklich auch sich einen Namen zu machen. Und die Frage, wie das Sharing sich noch in neue Angebote findet, da werden wir noch ein bisschen abwarten müssen. Bisher funktionieren ja hier in unserer ländlichen Region die Carsharing-Angebote relativ schlecht. Das liegt natürlich an der niedrigeren Nachfrage in der ländlichen Region. Ich glaube aber, auch da werden sich noch Dinge entwickeln. Und alles das, was jetzt regional übergreifend an Sharing funktioniert, mit Einschicken und Wiederverkaufen, ist natürlich auch mit einem hohen Transportaufwand verbunden. Also da muss man immer genau gucken, was ist sinnvoll. Es ist ja sehr in die Diskussion geraten, der Online-Handel mit dem Rücksenden. Na, wenn wir hier dann alles hin und her senden überregional, dann haben wir sicher nicht so viel gewonnen. Ja, aber ich denke, in den Lokalangeboten, auch zur Nutzung von Gegenständen, werden wir noch weitere Zyklen bekommen. Ne? Da werden wir hier Anbieter sich spezialisieren auf spezielles Upgrade, ne? Beispielsweise auch von Handys. Wir haben das ja zum Teil schon, wir haben solche Reparaturstationen. Es wird noch zunehmen, und da glaube ich, dass auch zirkuläre Wertschöpfung hier möglich ist, auch für Menschen vor Ort. Wir haben jetzt eine große Breite von Aktivitäten gesehen, und ich möchte ein bisschen ein Fazit ziehen aus den gezeigten Initiativen. Ich hatte ja anfangs gesagt, dass die Potenziale noch nicht ausgeschöpft sind. Ich denke, dass gerade in der Kooperation auch mit NGOs, und darüber können wir auch diskutieren, inwiefern ist die NGO ein wichtiger Partner hier in diesen Netzwerken, die hier entstehen, dass Kommunen beispielsweise mit NGOs kooperieren, dass wir, ne, Annahmestellen generieren, die eine Kommune vielleicht ohne eine veränderte Arbeitskraft nicht stemmen kann, dass wir hier noch Potenziale bilden können. Ja, dann habe ich gesagt, gerade die Reparatur wird jetzt einen Schwung bekommen, erstmal für die Großgeräte, aber in der Hoffnung, dass dann auch andere Geräte wieder mehr reparierbar werden, jetzt wie beispielsweise eine Taschenuhr. Und auch hier kann man ja überlegen, dass solche Dinge, die wir jetzt schon rein ehrenamtlich haben, nämlich zum Beispiel Repair-Cafés in einigen Regionen, dass wir hier eine Professionalisierung hineinbringen, ne? Dass hier auch Akteure miteinander kooperieren, dass diese Reparaturzentren auch akzeptiert werden, dass sie unterstützt werden,
Wenn das nur die Professionellen alleine machen, läuft man Gefahr, dass man alles, was an Initiativen hat, jetzt wie Repair-Cafés, dann auch keine Chance bekommen, sondern ich denke, die Zukunft liegt hier in der Kooperation, solche Dinge dann auch gemeinsam anzubieten. Das heißt, NGOs sollten Standardpartner in solchen neuen Wertschöpfungsnetzwerken in der Region werden. Und der ländliche Raum insgesamt hat eigentlich eine Menge von Chancen, dadurch, dass dass mehr Platz da ist, dadurch, dass die Orte da sind der Produktion, ne, dass Farmer da sind, Landwirte, die auch ihre Aktivitäten verlagern können, haben wir hier Möglichkeiten, solche Produktionen, Lokalproduktionen zu aktivieren. Und die haben viel mit der Verwertung von Sekundärrohstoffen zu tun. Letztendlich bietet die Digitalisierung und daraus abgeleitet die Plattformökonomie viele Möglichkeiten von Chancen. Ich hatte über das Tracking gesprochen, Rohstoffe zu identifizieren. Ich hatte über die Plattformen der Vernetzung von Menschen, auch regionaler Vernetzung gesprochen, die ja auch funktionieren. Wir haben aber auch eben die Gefahren, die wir schon in der Auswirkung kennen, dass eben Produkte hin und her geschickt werden, wie ein riesen Verpackungsaufkommen haben, was dann wiederum in das Altpapierrecycling muss durch den Versandhandel. Das heißt, man muss hier genau schauen, dass man nicht hier einen Rebound-Effekt bekommt, ne, den man teilweise schon sich eingehandelt hat, sondern eben auch gerade die vor Ort Dinge gefördert werden durch die Kommunen, die möglich sind.